Klappe. Das wird ein harter Weg. Am 10. Juni erscheint unser neuer Longplayer Santa Muerte. Wir sind glücklich, auf dem Tisch sämtliche Formate liegen zu haben und sie für euch und für uns mal auszupacken, damit wir alle mal sehen, was ist da überhaupt drin. Angefangen natürlich bei der Standard-CD. Juhu! Klassisch im Crystal Tray. Standardformat. Juhu! Wir haben hier ein... Wie viele Seiten Booklet? Ich glaube ein 20 oder 24 Seiten Booklet. 24 Seiten Booklet. Ich würde mich da so schlau. Ich hätte es aber auch vergessen. 24 Seiten Booklet und natürlich die CD selber. Suggestivgeste. Klassiker, kann man nichts mit falsch machen. Wir müssen auf jeden Fall auf das Getränk eingehen. Richtig. Wir trinken jetzt zum Auspacken die richtige Herzensangelegenheit. Calperinias, gerade höchst persönlich gestößelt von Sammy, Ronald und Ines. Ja. Ja. Und gar nicht schlecht. Das klingt ja wie ein Portemonnaie. Womit wir wieder beim Thema werden. Oh, übrigens, ja, Portemonnaie. Das hier ist die Limited Box Edition der Santa Muerte. Was erwartet uns bei dieser Limited Edition? Zum einen haben wir nicht nur den Santa Muerte Longplayer drauf, sondern auch die Outback Sessions DVD. Ines, was haben wir da getan bei der Outback Sessions DVD? Wir haben im Studio gesessen und die Lieder schön gespielt. Im Prinzip konntet ihr oder werdet ihr da miterleben, wie wir so Lieder vorbereiten, bevor wir die endgültig aufnehmen. Das ist natürlich schwierig, das Rühren vor dem Mikro. Ja, Entschuldigung, ich habe gerade so ein ekliges Pinöppelding. Ein Pinöppelding ist das. Das ist ein Dameregler. Der Strom ist im Weg. Die sind so groß. Das ist ja so gefährlich. Diese Outback Sessions DVD bedeutet, ihr seid einfach mittendrin, wenn wir im Studio einen Song proben, bevor wir ihn endgültig aufnehmen. Ihr steht in der Mitte, wir um euch rum, Instrumente vor uns, Instrumente in der Hand und dann zocken wir ein paar Songs für euch. Also es ist echt, das sieht sehr gemütlich aus. Ich glaube, da kriegt ihr so ein bisschen mit, wie wir uns da gefühlt haben. Sehr gemütlich. Klappen wir das Moped doch mal auf. Hier, dieses Limited Box Set. Und was erwartet uns? Aus dem Santa Muerte Souvenir Shop dieses Button Set. Das steht da wirklich. Aus dem Santa Muerte Souvenir Shop? Natürlich. Oh, ist gut, ja, ist gut. Super. Zwei wetterbeständige Sticker. Einmal unseren Onkel, den wir immer dabei haben. Mögen wir gern. Und das Santa Muerte Logo. Gut, schauen wir uns nochmal das Moped hier weiter an. Wenn wir es aufklappen, sehen wir das Digipack und der Onkel guckt ganz schön böse. Warum guckt er so böse? Seid ihr mal 17 Jahre mit der Band zusammen, dann wisst ihr das selber ganz gut. Digipack, Flap. Flap. Ne? Oh ja, oh ja. Ja, die ganze Bande nochmal zu sehen. Kupchak, Fisch in der Hose, Schrägstrich Steve Buscemi. Und Amara. Amara ist eben Amara, da müssen wir nicht viel drüber sagen. Schön ist anders. Ja, schauen wir uns das Flap an und sehen wir innen drin haben wir den Longplayer, die DVD und das Booklet natürlich. Warum gucken wir da eigentlich so besinnlich? Weil es kalt war, weil es den Arsch abgefroren haben. Was, kalt? Ja, das kommt nicht so windig. Das ist windig. Scheiße kalt. Finde ich ganz geil. Value for money. Der Blitzchen. Winter kommt bestimmt. Fotos Erik Weiß und Artwork habe ich hier unter... im Schweiße meines Angesichts gemacht. Gott, den Himmel, ey. Schon vom Format sehr geil. Ja, guck mal, es steht ja so im Regal, ne? Du kannst ja immer sehr gut die Namen der Tonträger aussprechen. Lesen Sie, Broilers, Santa Muerte Limited Deluxe Box. Willst du erstmal aufzählen, bevor wir es rausholen? Nee. Das ist wie so ein Überraschungsei. So. Dann
schauen wir mal. Dieser Ton wird nicht gespielt, wenn sie die Box aufmachen. Die vorne. Hab die vorne. Ja, wir fangen jetzt mal hier mit den bekannten Sachen an. Das kennen wir schon von der normalen Limited. Was? Es ist selbstverständlich auch dabei. Souvenirshop. So, was aber jetzt noch dazu kommt. Die sind auch dabei. Die sind auch dabei. Oh, ja. Die waren noch vergessen schon. Ah, das ist hier, ne? Das ist so Bescheid. Kommt erstmal hier. Oh ja. Das ist schon sehr geil. Jetzt mal ganz ehrlich, ich bin auch aufgeregt. Das hier ist mein Lieblings-Item bei der Box. Das ist im Prinzip eine, wie sagt man, das ist ein gesticktes Bekennerschreiben sozusagen. Du bekennst dich zu dieser verdammten Bande. Und das ist das Geilste für mich, weil, habe ich selber draufgelegt. Wenn du keine Ahnung hast, kann ich immer das, hast du keine Ahnung. Und weißt nicht, warum das auf der Jacke ist oder auf der Tasche. Ich muss ganz kurz mal sehen, dass geil. Du hier wirklich selber genäht hast. Ich glaub nicht, dass du es genäht hast. Wenn man das nächste Mal ein Mädel in der Disco anspricht, ob sie denn mal Feuer haben könnte, dann kann man hiermit glänzen mit dem Santa Muerte Society Feuer. Entschuldigung, hast du vielleicht Feuer? Krass, klar, aber nicht nur irgendeins. Ich habe das Santa Muerte Society Feuer. Ich trinke mal über was. Mann. Hoffentlich klappt. Befüllen müsst ihr das selber, weil wir es aus sicherheitstechnischen Gründen nicht befüllt liefern können. Aber tanken geht's überall und mit Benzin, mit Zapfen einfach mal so richtig. Super Plus. So würde ich es machen, wenn ich Raucher wäre. Macht man doch schon an der Tanke, ne? Wenn am 10. kein Berührer kann, dann hier. Also, Fahne. Die Fahne ist selber geschmeckt. Hast du mir auch noch nicht gesehen? Echte Bräuner-Fahne. Ja, kennen wir ja vom Wochenende. So. Jetzt fahren wir hier. Darf nicht kann vom Boden berühren. Schal nutzen. Oder als Kopf ist mit zu. Ja, da kommt dem Andi seine Vergangenheit bei der Maschine zugute. Da kann das ist fahren. Groß. Das ist aber schön. Das ist eine Posterfleck, ja? Die Oma. Fühlt sich gut an. Schön. Ah, dicke Ines. Dicker Show. Hör mal, Freundchen. Riecht gar nicht. Ja. Ja. Vielleicht sehen Sie jetzt die Einblendung und die Telefonnummer uns. Weiter, Andi, weiter. So, wir sind noch mittendrin hier. Eine selbst unterschriebene. Oh ja. Oder Santa Muerte Autogrammkarte. Oh, das war anstrengend. Das war echt anstrengend. Ja. Ich muss zugeben, oh ja. So zum Ende hin hat mir der Arm irgendwie weh und dann habe ich. Man sehe es mir nach nur noch ein S gemacht. Also, ne, kann man so. Aber hier, Ines, ich, ne, Andi steht hier, Chris. Und 1A. 1A und S. Aber hier, haben wir unterschrieben, könnt ihr theoretisch als Postkarte verschicken, wenn ihr wollt. Zu guter Letzt. Drittes Lieblingsalter. Ja. Das ist echt schön. Auch sehr gut. Wenn man mal morgens im Zug sitzt und so ein bisschen Stil beweisen möchte, dann liest man nicht die Bild. Dann liest man die Santa Muerte Gazette. Vor allem sind ja zum größten Teil Bilder. Es sind auch nur Bilder, man hat nicht gefallen, das lesen zu müssen. Das Gute ist, es ist immer hochaktuell. Aber es und endlich mal gute Nachricht, ich denke. Ehrlich mal gut. Die Fotos hat Christian Thiele gemacht. Der ist ein lieber Kerl, ein Kumpel von uns, der uns lange Zeit begleitet hat und wie er begleiten wird. Und er war im Studio eine Zeit lang dabei und hat einfach mal den Studioalltag fotografiert, wenn wir da Gas geben. Finde ich, also das hat schon so ein bisschen ziemlich große Gut. Ronald, du bist der Junge, der sich mit Vinyl auskennt. Pack doch mal das hier aus, weil das ist ja noch hier ganz verschlossen. Wirklich auspacken? Wie sagen? Klappcover! Ja, schön. Da sind sie wieder. Die Bande. Das Geile an Vinyl ist das große Format. Ne? Weil, Aber haben wir dieses Foto noch irgendwo? Nee. Ja, auf jeden Backcover. Naja, ist es so. Kennst du die Band Rollers? Schon mal mit? Aber ich sehe das alles hier zum ersten Mal. Aber ich bin total überrascht. Gibt es die nämlich in verschiedenen Farben, oder? Ja, es gibt die einmal in Grau und einmal in Rot. 118 Grau. Und wir haben die Graue. Geil. Oh, die sieht aber wirklich gut aus. Die ist sehr schön. Ja. Finde ich schöner als die. Ist auch so Mamoriert, ne? Ja. Oh, die ist wie Andis weiße Unterhosen. Ja, da sind braune Streifen. Das stimmt drauf. Allerdings. Die ist aber wirklich sehr, sehr schön. Doch, also. Dickes Vinyl. Ja, leck mich am Arsch. Die rote schon haben 180 Gramm? Das ist krass. Was sind da? Das darf man sagen. Die ist ja schon aus. Jo, mach mal die rote raus. Mach mal die rote. Hier auf die Vergleich. Texte. Auch wieder mit der Bande. Ja. Und einem Häuschen. Und einem Häuschen. Das ist auch ein Pornohäuschen. Klappt der Angst. Ja? So, schau mal, hier ist die rote. Auch geil. Ja. Auch schön. Sehr schön. Ich finde beide sehr schön. Ja. Also man muss dazu sagen, wenn die ausverkauft sind, sind die ausverkauft. Es ist alles, was ihr hier seht, limitiert, außer die Standard-Edition. Die wird es ewiglich geben.
Und der Rest ist limitiert. Wenn weg, dann weg. Hast du keine Broilers Limited Edition? Hast du keine Broilers Limited Edition? Natürlich, natürlich.